Sperrige Themen, meist fernab vom Mainstream, sind das Markenzeichen des jungen Schauspielensembles, das seine Produktionen regelmäßig im kleinen Theater in Haar auf die Bühne bringt. Und gerade weil sich das Ensemble um Regisseur Michael Stacheder diesen Themen und Figuren widmet, die nicht im Mittelpunkt stehen, sind diese Produktionen so interessant. Heil Hitler! Aktuellstes Beispiel ist Die Judenbank von Reinhold Massak. Das Ein-Personen-Stück widmet sich dem Schicksal einer Randgruppe, die im historischen Kontext größtenteils totgeschwiegen wurde. Den rund 200.000 psychisch Kranken oder Behinderten, die zwischen 1939 und 1945 von den Nazis ermordet wurden. Ein Gesicht bekommen diese Menschen in dem Stück durch die Figur des Dominikus Schmeinter, der in dem kleinen süddeutschen Ort Ottersdorf lebt und an einem, wie er sagt, lateinischen Muskelschwund leidet. Joachim Asfalk ist seit längerem eine feste Größe im jungen Schauspielensemble. Nach dem Zwei-Personen-Stück Besuch bei Mr. Green stellt er sich in der Judenbank der Herausforderung, auf der Bühne gänzlich auf sich alleine gestellt zu sein. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn, wenn doch gar kein Jude da ist, der sich dran halten kann. Unterstützung bekam er lediglich von mehreren Maskenköpfen, mit denen er die verschiedensten Figuren zum Leben erweckte. Das wusste ich am Anfang ehrlich gesagt auch nicht. Ja, wir haben erstmal, habe ich versucht, mich ein bisschen zu sammeln und dann zu überlegen, ja, wie ist es denn, wenn du allein auf der Bühne stehst? Wie hältst du die Spannung? Was ist, wenn irgendwas passiert? Niemand hilft dir. Und du bist dann alleine oben. Aber durch die Figuren und durch den Michael Stacheder haben wir es dann so geschafft, dass dann die anderen Figurenköpfe dann schon auch Mitspieler waren, die mir dann geholfen haben. Dominikus, der von den Grausamkeiten der Nazis in seiner Welt nichts mitbekommt, möchte einfach nur seiner Aufgabe nachgehen, Waggons der Züge der Reichsbahn zählen. Als auf der Bank, von der aus er die Züge beobachtet, plötzlich das Schild mit der Aufschrift »Nur für Juden« prangt, gerät seine Welt ins Wanken. Wieso ist da jetzt ein Schild dran, nur für Juden? Ich? Dominikus Schmeinter sitzt seit Jahr und Tag auf dieser Bank. Und ich bin doch meines Wissens kein Jude, nicht? Und Dominikus ist ein Kind. Ja, das ist ein Kind, der einfach der Schmetterlinge liebt, der die Gräser liebt, der eine kleine Bank, der seine Bank liebt. Und der, ich glaube, dass er einfach das Gute im Menschen sieht. Dominikus sucht nach einer Lösung für sein Problem und zieht dabei einen fatalen Schluss. Wenn auf der Bank nur noch Juden sitzen dürfen, muss er eben selbst ein Jude werden. Was ist eigentlich ein Jud? Eine Religion, die wo eine Rasse ist. Die Religion kann man sich aussuchen, aber in die Rasse, da muss die hineingeboren sein. Dr. Markus Witzmann, Geschäftsführer des Sozialpsychiatrischen Zentrums, zeigte sich tief berührt vom Schicksal des herzensguten Dominikus. Vor allem dieser Bogen hin zu einem sehr einfachen Menschen, der es gut meint, der versucht, in dieser Idylle zurechtzukommen, der seinen Lieblingsplatz hat und der aufgrund dieser Thematik dann auch, wie hat er gesagt, verlegt wird. Für Intendantin Jirit Sommerfeld passt die Judenbank ideal ins Programm des kleinen Theaters. Aber dieses perfide Sein, also so unglaublich hinterrücks und gemein und menschenverachtend sein zu können, wie dieses System es war, das kommt mit so einer Leichtigkeit in diesem Stück so wunderbar heraus. Und das sollten sich junge Menschen anschauen. Mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der Euthanasie hat sich Regisseur Michael Stacheder mit großer Akribie auseinandergesetzt. Das Thema Nationalsozialismus, Erinnern gegen das Vergessen, das ist ja schon mittlerweile zu einer festen Säule beim Jungen Schauspielensemble München geworden. Und bei der Weißen Rose nach der Uraufführung 2004 hatte ich dieses Stück, die Judenbank, auch schon in der Schublade.
Als Gemeindearchivarin Kirsten Stamann und Pressesprecherin Ute Dechend von der geplanten Ausstellung im Gedenken der Kinder, die Kinderärzte und die Verbrechen an Kindern in der NS-Zeit berichteten, beschloss Stacheder, korrespondierend zu der Ausstellung das Stück Die Judenbank auf die Bühne zu bringen. Die aktuelle Ausstellung im Haarer Rathaus widmet sich dem Schicksal der Kinder, die der Euthanasie zum Opfer gefallen sind. Allein im Haarer Klinikum wurden mindestens 332 Kinder getötet. Über 70 Jahre danach beginnt die Gemeinde Haar ein neues Kapitel der Erinnerung, gegen das Vergessen, sich auch der Geschichte stellen, aber nicht mit einer Scham, die unsere Generation nicht zu haben braucht, oder mit einem Schuldgefühl, das trifft vielleicht besser als Scham, sondern mit einer ehrlichen Verantwortung diesem Thema gegenüber. Und weil ich einfach wirklich finde, neben dem großen Thema Holocaust, das ein Thema ist, das uns ja wahrscheinlich jetzt erst immer noch mehr weiter beschäftigen wird. Das sind Leute! Heil Hitler! Die Judenbank versteht Stacheder als ein Stück des Erinnerns. Das ehemalige Klinikgelände und das kleine Theater als Zeugen dieser Zeit bieten dafür den idealen Rahmen. Wenn man bedenkt, dass nicht weit von hier ein Kinderhungerhaus war, wo die sogenannte Hungerdiät, die Hungerkost verabreicht wurde, da kann man nur sagen, ja, die Judenbank, dieses Stück gehört hierher.